Am 22. und 23. August hat uns die Natur wieder eins vor Augen geführt, wie stark das Element Wasser ist. Mitte Nachmittag ist die Altbachsperre definitiv geschlossen worden. Nur noch einzelne Personen haben ihre Begleitung für Feuerwehr über die Terpen. Der Reichenbachfall fährt bereits kurz nach Mittag extremes Hochwasser. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnen wohl die wenigsten, was in den nächsten Stunden noch auf sie zukommt. Vorland, auf dem Reichenbach, wo ich da arbeite. Es ist eine viele Schalte auf dem Vorland schon. Und jedes ab, geht voll auf dem Vorland. Und die Aare ist bereits dreimal so breit als normal. Das ist normalerweise ein Bächlein. Ein See da. Da kommt Gister.
Auf der Medere, Hey vom Bergen, werden so gut, dass es geht, die Mäuslöcher mit grossen Siloballen abdichtet. Bereits eine halbe Stunde später fährt der Reichenbach dermassen viel Wasser, dass das kleine Flussbett überflutet und einen Teil der Umfahrung Meiringen überschwemmt. Ja, ich bin jetzt schon dort. He? Ja. Gut. Ja. Gut, merci. Ja. Geht zum Meer hängen grad? Nein, darf nicht mehr an. Darf nicht mehr an. Nee. Nein, nicht mehr. Was soll man denn? Über Brinswiler probieren. Ja, probieren. Ja. Fährt uns, ich kann jetzt nicht mehr fahren. Ja, aber ich darf nicht anlassen. Wer ist da zuständig? Polizei der Damm. Wo? Einen Film. Man kann nein, mich hier nicht hängen. Ich glaube es nicht, nein. Meinst du nicht? Wir haben einfach die Anweisung, wir dürfen immer auf den Brick lassen. Die Palmbrick, die sie haben gesperrt haben, da rollen immer mehr Leute. Die Begründung, die sie gegeben haben, ist, dass da sehr wahrscheinlich eine kleinere Flutwelle jetzt oben auf Basel kommt. Ob sie irgendwo haben müssen, eine Schleuse leuchten oder eine KWO oder etwas. Ich weiß man nicht ganz genau, aber sie lernen immer mehr darüber, wenn ich jetzt heimwälte, müsste über den Bühler kehren. Ich warte jetzt also hier einen Moment und dann schauen, was da passiert.
Zeitgleich in Gurtanne bahnt sich die Aare ihren Weg mitten durchs Dorf und richtet verheerende Schäden an. Kommt das da nicht? Funtene hey Schitzenhäus. Am späteren Nachmittag bricht hier der erste Damm. Die Bahnschienen werden vom Wasser total unterspielt und hängen komplett in der Luft. So sieht der Hubel aus, unten sind die Funtene. Alles total überschwemmt. Ich habe die Bahntrasse vorgeschrieben. Seht ihr, wie an der Sitze auf 20 Meter hat sich die Bahntrasse vorgespielt. Und eben hier weiter unten. Und ein paar total unter die Schienenkirche. Ich läuft gerade unter die Schienenkirche, die Schiene sind in der Luft. Ja. Die Sänger ist unten. Da können wir jetzt noch abschauen. Hier. Das ist die Sänger. Die Sänger sind hier. Alles evakuiert, das Fee fort, alles weg. Die Schildkerne, die hat noch sein Kind, alles ist fort weg. Es sieht schlimm aus. Zeitgleich bei Aara. Mit grossen Steinen wird probiert, den Damm so lange wie möglich herzuhalten. Jedoch ist die Unterspielung viel zu weit vorgeschritten. Ein Kampf, der bereits verloren ist, hat angefangen. Das Loch zu stoppen, wenn das war, war da, kann ich dann die Kippe nur noch unter Wasser. Hier läuft das an. Es schwimmt immer wie mehr hoch. Da ist der Grohle. Das habe ich noch nie gesehen. Lang, dass ich da bin. Ich will das Loch nicht, ich kann nicht töten. Ich bin hier im Ort, vor Hüsen, immer kurze Zeit aus. Hier gibt es Probleme.
hier oben können wir auch noch so. Ich glaube, hier ist nicht mehr der Damm. Hä? Zeigen, dass jetzt da gerade übergeht. Jetzt schwappt sie hier oben. Schwappt sie hier gerade an. Und jetzt ist es etwas gescheiter, dass wir hier das fluchtartig verlassen. Jetzt kommt sie da. Jetzt geht sie hier rüber. Kommt sie. Jetzt geht sie durch. So, jetzt verschwinden wir hier. So, ich nehme sie gerade raus. Da sind sie am Wackeln. In der Nacht auf den 23. August. Bei 1,50 Meter hohe Holzsperre beim Altbach hat am Wasserstand in der Sparzo im Dorf Meiring das Schlimmste. Herrgott, ich habe nachts die Füße bekommen. Komm mal ein bisschen Wasser drüber ab. Aber eigentlich nicht im Bachbett. Einfach nebendran. Und keine ist auch da. Ja? Also das ist jetzt live aktuell. Wirklich live aktuell. Es soll ein kleiner Wasserfall, ein normaler Wasserfall. Und jetzt ist er so gross wie Haar. Wir haben hier etwa 1,50 Meter hoch Barrikaden. Und jetzt sieht er eigentlich, wie das Wasser kommt. Ich bin vorher vorne dran gestanden und habe es gezeigt. Aber hier ist alles zusammen abgewickelt. Und wir versuchen das zu haben, aber ich bin nicht sicher, ob wir das durchhalten. Also die Bären machen den Rapport, aber der Rapport zu der Matte, dass sie ein bisschen Hochwasser haben. Aber hier, das ist natürlich keine Sache, das ist normal. Das ist der Müllbach, der hier so reinkommt. Aber eigentlich auf der anderen Seite ist es der Altbach. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Wenn man so drüber rein schaut, dann sieht ihr etwa 2 Meter weit. Und der Wasserfall ist total schwarz. Sie haben das Licht abgeschaltet. Also jetzt muss ich gehen, weil das Wasser läuft jetzt ganz der Rückstraße ab. Am nächsten Morgen, um 8:30 Uhr, am Steinmetterli weg. Das Wasser ist bereits um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Okay, vor zu unserer Etage ist es schlimm. Ja. Das ist gut.
Oberstein. Das Ausmass vor der vergangenen Nacht wird sichtbar. Das ist jetzt wieder abgestossen. So ein Päckchen, das normalerweise... Wo ist dann der Baby drin? Wenn das nicht läuft, dann wird es einen Stab gelöst. Das Wasser ist im Fidel zu äußern. Hier kommt es. Nach der verheerenden Nacht sind Helferinnen und Helfer rund um die Uhr im Einsatz. Die Häuser in der Nähe von Millibach erlitten teilweise Totalschäden.
Zeitgleich zu gehen dannen. Oh hey, wird es uns mal für Katastrophen sichtbar. Wir können sie heilen.